zu dem Skill ist am Start, heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es durch geisteskranke Informationen. Und zwar, ihr werdet alle mitbekommen haben, Leute, das krasseste Update überhaupt wurde jetzt veröffentlicht. Die haben extrem viele neue Sachen hinzugefügt bekommen von Fortnite. Und es gibt natürlich wieder auch einen Haufen neuer Sachen, die uns Fortnite nicht verraten hat, die jetzt aber bereits in-game sind, Leute. Alles, was ihr zu diesem neuen Update erfahren müsst, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Falls ihr noch auf dem Kanal seid. Ah, lasst gerne kostenlos Abo da und ihre Männer tragen natürlich im Itemshop Stani als Support a Creator ein. Oh, die Waffe geht ab, Leute. Oh. Ich weiß nicht, ob wir hier die Tresor-Minigame schaffen, Leute. Das ist ja auch hinzugefügt worden, werdet ihr wahrscheinlich alle schon mitbekommen haben. Nämlich, wir sind ja hier im Duo unterwegs. Ah! Die Waffe ist so underrated. Kurz mal taktischer Rückzug, Leute. Aber den holen wir uns. Da lasse ich mich schon nicht ärgern. Easy. Oh, hier geht immer so die Post ab. Ich sage euch ehrlich, das ist nicht mehr normal. Oh, let's go. Dann gibt es erstmal einen Haufen neuer Skins, die jetzt zum Sommer-Update hinzugefügt worden sind. Ich werde euch mal hier alle Skins einblenden, die es in den nächsten Tagen geben wird. Und davon gibt es wirklich einige. Nämlich, wir werden jeden Tag einen neuen Skin erhalten. Ja, das ist richtig, Leute. Und aktuell ist der Sommer-Midas im Shop drin. Einer der geilsten Skins überhaupt, muss ich sagen. Nämlich, wenn ihr den Sommer-Midas euch kauft, werden die Waffen gold, wie beim Original-Midas. Und umso mehr Kills sie macht, umso mehr goldig wird der Skin. Finde ich eine sehr krasse Sache. Dann gibt es aber noch viele weitere Skins, die es in den nächsten Tagen geben wird, wie unter anderem. Hä? Bro. Er kann einfach alles absorbieren. Was ist denn hier los? Gibt es das Legends Magma Bundle, Leute? Das ist ein komplett neues Bundle. Ach, übrigens, Leute, ich weiß nicht, ob die hier gut abschneiden werden. Ich denke mal nicht, dass wir die legendären Waffen bekommen werden. Wir sind ja hier im Duo unterwegs und das macht man ja sonst eigentlich zu zweit. Jetzt macht man es alleine. Oha. Black Knight. Krass. Nicht schlecht. Und ich habe es vorhin schon probiert im Duo alleine. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich glaube, ich werde nur... Ach ja, das fängt natürlich gut an. Nur blaue Waffen bekommen. Bei mir läuft gar nicht. Dann gibt es auch sehr krasse Item-Veränderungen und Gameplay-Veränderungen. Und zwar, es wurde ein neues Komplett-Item hinzugefügt, und zwar die Parasiten. Die Parasiten sind jetzt verteilt auf der Map zu finden und die haben jetzt sozusagen gerade aktuell die Tiere von Fortnite befallen. Unter anderem Hühner, Wildschweine und Wölfe sind davon befallen. Wenn ihr dann die Wölfe killt, wird der Parasit auf euch übertragen und ihr erhaltet einen Springboost, einen Schnelligkeitsboost und erhaltet etwas mehr, erhaltet etwas Schaden. Ich glaube, let's go! 60 Schaden oder so. Aber das Gute ist, Freunde, sobald ihr diesen Parasiten... Ach, schade. Gib mir bitte lila Waffen. Lila... Ja, schafft man nicht mehr. Schade. Sobald ihr diese Parasiten auf eurem Kopf habt, erhaltet ihr keinen Headshot-Damage mehr, was extrem overpowered ist, Leute. Und das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Die Parasiten sind meiner Meinung nach aktuell ein sehr, sehr underrated Item, was aber extrem stark ist. Und Leute, ich sag euch ehrlich, blau ist wirklich hier einfach nur der Schrott drin, ne? Das ist ein bisschen schade, aber gut, okay. Ich finde geil, dass die Räume halt auch von der Farbe anders aussehen. Wenn wir zum Beispiel im Legendären wären, wäre alles Gold, im Grün alles grün und so. Das finde ich, haben die optisch gesehen auch sehr nice gemacht. Aber das war ja wohl immer gar nichts gewesen. Dann seht ihr hier einmal, Leute, ich spiele gerade den neuen exklusiven RDW-Skin, Rette die Welt-Skin, den es jetzt gibt, Leute, könnt ihr euch für echt Gold kaufen im Rette die Welt-Shop. Das ist der Loki-Roboter, muss ich sagen, sieht ganz cool aus, kann man spielen. Wird halt extrem selten sein irgendwann, weil es den, denke ich mal, wieder nur einmal geben wird und dann nie wieder. So ist zumindest bei den meisten. Dann verteilt auf der Karte finden wir Alien-Eier, Freunde. Viele haben sich jetzt die Frage gestellt, was machen diese Alien-Eier und wieso gibt es davon nur so wenige. Und zwar, wir werden in den nächsten, also das wird wahrscheinlich schon nächste Woche passieren, werden die Aliens den ersten Ort in Fortnite übernehmen. Und das heißt nichts Gutes, nämlich, es wird Holy Hatches umbenannt in einen anderen Ort und dort werden überall Alien-Eier zu finden sein, UFOs werden dort sein und da wird richtig die Party abgehen. Das heißt, die ersten
Orte werden die Fortnite-Bewohner jetzt an die Aliens verlieren. Was natürlich so ein kleiner Skandal ist, muss man schon fast sagen. Weil wir uns aktuell die Aliens zu stark sind und wir uns noch nicht gegen die verteidigen können. Sollten wir auf jeden Fall beobachten. Und wir wissen ja auch, dass der nächste Ort, der zerstört wird, wann genau das passiert, wissen wir noch nicht. In Datenfiles ist es bereits schon drin, wird Coral Castle sein. Der wird komplett von den Aliens auseinandergenommen, dass der quasi auch gar nicht mehr existieren wird. Das wird, denke ich mal, auch nochmal sehr interessant geben. Dann gibt es einige extrem wichtige Gameplay-Änderungen. Und zwar wurden einmal die UFOs etwas abgeschwächt. Leute, die UFOs schießen aktuell nicht mehr so schnell. Haben sie etwas langsamer gemacht, finde ich auch eigentlich eine gute Änderung. UFOs sind trotzdem noch stark, aber jetzt halt ein bisschen mehr gebalanced, muss man sagen. Dann wurde noch einmal der Recon-Scanner geändert, Leute. Der Recon-Scanner ladet jetzt langsamer nach und zeigt euch auch weniger lang die Gegner an. Also von 15 Sekunden seht ihr die Gegner jetzt nur noch 10 Sekunden und Nachladezeit ist jetzt 20 Sekunden. Finde ich auch eine gute Änderung, Leute, weil der Recon-Scanner ist wirklich eine zu mächtige Sache. Übrigens, wichtiges Update, Leute. Es wurde noch was richtig Krasses aus Competitive gebannt, womit ich niemals gerechnet habe. Ich glaube, das ist der erste dauerhafte Competitive-Bann, den Fortnite so rausgehauen hat. Gucken wir uns gleich auch an. Dann gibt es jetzt offiziell im Item-Shop, beziehungsweise nicht offiziell im Item-Shop, aber oh, wie fällt der aus, Alter? Thanos, der wurde jetzt nämlich hinzugefügt. Einige von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Das gab ja diesen Thanos-Cup, Leute. Wir haben leider ganz knapp den Skin nicht bekommen. Wir haben das letzte Game nicht mehr gestartet und haben dadurch den letzten Skin nicht mehr erhalten. Die letzten Punkte nicht mehr erhalten. Das hätten wir den Skin auch gehabt. Aber was soll's, Leute? Den gibt es ja in den nächsten Tagen im Item-Shop. Und wurde jetzt aber an die Leute, die den Skin verdient haben, verteilt. Und wenn ihr mal einen Thanos in-game seht, Leute, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass der Typ ein maximaler Schwitzer ist. Und der ist auf jeden Fall One-Hit. Oh! Oh. Ich liebe MPs, Leute, weil MPs, damit kannst du schön immer durch W-Keen einfach durch die Wände schießen. Das ist ja gleich mit der P90. Da können die noch so playsen, wie die wollen. Deswegen auch sehr underratedes Dings. Dann wurde auch ein neues Backbling geleakt, was es jetzt auch in den Sommerzeit geben wird in Fortnite. Werde ich euch mal einblenden. Hier so eine Schildkröte ist ja nicht, so eine Krabbe. Sieht ziemlich cool aus, wie jetzt die neuen Skins. Wird ganz nice. Zusätzlich gibt es natürlich auch zu jedem Update, Leute, neue lass mich da rein. Neue Dings, Leute. Hier, sagt doch mal schnell, neue Emotes. Ich werde euch mal die neuen Emotes einblenden, die gerade in den Datenfiles aufgespielt worden sind. Einige gibt es ja durch dieses Summer Special, die man sich freischalten kann. Also da wird es auch die nächsten Tage weitere neue, krasse LTMs geben, die wir bekommen werden zu diesem Sommer-Event. Das Sommer-Event wird jetzt insgesamt, glaube ich, 4 Wochen stattfinden, weil ja, 2 Wochen, glaube ich, wird das Sommer-Event stattfinden und danach wird es wieder normale Updates geben und zu den... Was? Was war denn das, Leute? Zu den normalen Updates, wenn dieses Sommer-Event vorbei ist, wird es unter anderem die komplette Invasion der Aliens geben. Da werden wir nämlich auch eine neue Lobby bekommen und ich werde euch mal hier die neue Lobby einblenden. Und zwar, umso mehr Alien-Eier von den Aliens auf der Karte verteilt werden, werden wir das Ganze auch in der Lobby sehen. Bro, ihr könnt nicht vor mir. Das ist halt das Ding, Leute. Ich sag euch echt, das nervt so, ne? 1 gegen 1 Alienschiff, seid ehrlich, Leute. Das ist so anstrengend. Da hat man auf jeden Fall 2, 3 Hits, kassiert man da auf jeden Fall. Ja, der hat doch gar keinen Bock mehr. Der hat gar keinen Bock mehr. Ja, der gibt schon. Jetzt gibt er auf. Ja. Der hat gar keine Lust mehr gehabt, Leute. So soll es sein. Dann werden wir noch in den nächsten Tagen, Leute, was sehr Interessantes bekommen. Und zwar, die ersten Bewohner wurden bereits entführt. Ja, ihr habt richtig gehört. Die ersten Bewohner, da sind jetzt nämlich, ich werde euch mal hier ein Bild einblenden, nämlich der Farmer Steel wurde
entführt sozusagen von den Aliens. Und das ist jetzt natürlich, Leute, das ist so ein bisschen Storyline in Fortnite. Das ist alles ein bisschen jetzt für die Bewohner sozusagen sehr skandalös. Und die sind jetzt natürlich alle verzweifelt. Also werden wir da, denke ich mal, die ersten Gegenangriffe der Bewohner in den nächsten Tagen auch erwarten. Und vielleicht könnte es sein, dass es weitere Minigames gibt, wo wir dann halt diese Angriffe gegen die Aliens selber ausführen müssen. Würde ich auch sehr interessant finden. Dann kommen wir mal zu dem wahrscheinlich größten Skandal überhaupt. Und zwar die Competitive-Szene. Finde ich nice, dass Fortnite das gemacht hat, Leute. Das war überflüssig gewesen. Und zwar, man hat aus dem Competitive-Bereich den kompletten Superhelden-Customize-Skin entfernt. Ihr wisst ja, Leute, da sind ja immer diese Skins, die man entweder komplett weiß oder komplett schwarz gemacht hat, dass die Gegner euch schlechter sehen. Und das war natürlich unfair gewesen für die Leute, die Skins nicht hatten. Und diese Superhelden-Skins wurden jetzt komplett für den Competitive-Bereich entfernt, was meiner Meinung nach komplett das richtige Signal ist, Leute. Ihr wisst auch, ich fand es auch langweilig. Wenn man Arena oder so gezockt hat, dann hat man nur noch diese Skins gesehen und nichts anderes mehr. Und da hat Fortnite jetzt auf jeden Fall einen Schlussstrich gezogen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und die werden auch nicht mehr entbannt. Im normalen Modus könnt ihr natürlich die Skins noch wie immer spielen. Aber im Competitive-Bereich ist der ganze Spaß jetzt vorbei. Die neue Arena-Season. Was nervt der denn jetzt? Danke, willst du mich zu den Gegnern bringen oder was? Die neue Arena-Season hat auch begonnen. Auch sehr interessant, alle High-Punkte wurden resettet und... Oh, der wollte wohl, dass ich hier ein bisschen Holz farme. Denn Mann. Dann gibt es noch neue Tournaments, die wir... Ui! Und zwar wird es einmal, ich weiß noch nicht, wie es funktionieren wird, Leute, aber es soll wohl ein Dings geben, das wurde so in Datenfiles gefunden, ein 50 gegen 50. Ey, Bro, der... Was eine Nervensäge mit dem scheiß UFO, Leute. Aber gut, ich bin ja nicht anders, ich bin ja nicht besser. Und zwar der 50 gegen 50 Modus wird einen neuen Limited Time Mode Tournament Modus bekommen. Also es wird ein Turnier im 50 gegen 50 Modus geben. Leute, wie das funktionieren soll, keine Ahnung. Aber so wurde es halt in den Datenfiles gefunden. Bin ich echt gespannt, Leute. Ich feiere so eine Fun-Turniere feiere ich, ja. Die machen auch extrem Spaß. Vielleicht wird es da wieder einen exklusiven Skin geben, den man sich da verdienen kann. Dann wird es noch einmal den... diesen einen Modus geben, Leute, den kennt ihr auch, wenn man einen Kill macht, dass man eine bessere Waffe bekommt, den wird es auch als Limited Time Mode Tournament geben, wo man sich dann wahrscheinlich irgendwelche Preise verdienen kann, auch sehr interessant, in welche Richtung da Fortnite geht, also die Fortnite, man merkt so ein bisschen, Leute, die gehen wieder eher so in Richtung normale Spieler und viel Fun-Turniere, was ich extrem geil finde und wo dann halt auch jeder dran teilnehmen kann und was dann auch viel, viel mehr Spaß meiner Meinung nach macht. Ansonsten muss ich sagen, Leute, das ist das krasseste Update, was ich Chapter 2 meiner Meinung nach bekommen habe. Chapter 1 müssen wir natürlich nicht drüber reden, Leute, da gab es jede Woche krasse Updates, aber Chapter 2 ist es mit Abstand das beste Update überhaupt, was Fortnite hier rausgehauen hat. Es macht wieder unnormal viel Spaß zu spielen, besonders mit dem Minigame am Anfang. Und da geht Fortnite definitiv absolut in die richtige Richtung für die Casual Gamer. Natürlich, Leute, diese Minigames, also dass zum Anfang diese ganzen neuen ins Mutterschiff reinkommen, das gibt es natürlich im Competitive-Bereich nicht. Aber finde ich auch okay. Das für, warum sind die jetzt auf einmal hier so nervig, Digga? Ich
habe nämlich gar nichts getan, Junge. Was ein paar Nervensägen, Alter. Schade, aber die müssen jetzt... Hä? Was macht das denn hier, Leute? Bro. Wie, das war doch gerade nicht da. Guck mal, da sind die scheiß Parasiten, Leute. Das Problem ist, Parasiten sind geil, aber man ist, ich finde, man ist da ein bisschen zu schnell unterwegs. Also das hat auch Vorteile, so schnell unterwegs zu sein, aber ich finde, ich kann da nicht so gut bauen. Ich kann ja so schon schlecht bauen. Und dann auch alles ein bisschen schneller, das ist nicht so gut. Übrigens, auf der Karte ist auch noch eine Änderung mit dem neuen Update. Könnt ihr jetzt erkennen, wo die Automaten zu finden sind. Die werden jetzt auf der Karte angezeigt. Finde ich auch ganz cool. Da müsst ihr nicht mehr die ganze Zeit suchen. Oh, schön mit dem UFO wieder nerven, Leute. Ab in die nächste Round. Er trifft natürlich. Hä, wo ist der hin? Hä? Abgehauen sein, ne? Ab hinterher, Leute. Aber erstmal hier das scheiß UFOs kreieren. Wenn alle darauf gehen würden, auf die UFOs, dann wäre das einfacher. Oh, der ist one-hit. Best UFO-Kill, EU-West, er springt genau rein und hat, oh mein Gott, Baba-Loot hier für King-Skill. Leute! Nächste UFO. Der hat sich selbst hochgejagt. Was ein Experte, Leute. Die spielen alle hier mit dieser Chimera-Weapon. Die denken wahrscheinlich, die ist ja auch gar nicht so schlecht, aber halt eine, meiner Meinung nach eine AR oder so ist deutlich besser. So, wir haben jetzt noch drei Leute, die leben. Zone ist... Hä, wo sind die? Hä? Wo sind die Leute? Sind noch drei Leute da? Die in den Bäumen oder so geflogen? Skybase ist auch keine. UFO ist auch keiner mehr in der Luft. Bro! Ich bin einfach der letzte Spieler. Guckt euch das an. Hatte ich ja auch noch nicht gehabt. Das ist ja komplett strange, Leute. Hä? Oh, links ist einer. Ja, okay, der boxt sich da erstmal schön ein. Der spielt erstmal schön auf defensiv. Der hat gar keinen Bock auf Fights. Also einen haben wir schon mal gefunden. Ganz wichtig. Den zweiten haben wir auch gefunden. Oh, den kann ich schon mal. Dumm von mir. Dumm, dumm. Einfach nur dumm. Bevor mir das Jump-Pad kaputt macht. Oh mein Gott. Das war ja mal wieder dumme Aktion schlechthin. Also das war ja mal wieder Dummbrot-Skill. Spring da rein und er trifft aber auch jeden Hit. Den Anfänger. Dicke Fights, dicke Fights. So, Leute.
Mal gucken, was der Kollege Schnürschuh macht. Toasterkopf skillert ihn. Er hat mal gezeigt, wo es lang geht. Komm, wir werden ihn ein bisschen ärgern. Soll er mich doch runterschießen, komm. Trau dich. Schafft er eh nicht, Leute. Der hat auch diese Chimera-Weapon. LOL. Aber das ist halt so, die Waffe ist cool, aber die macht halt so wenig Damage an Gebäuden, dass sie halt schon ein bisschen nervt. Weil man kann damit nicht W-Keyen rein oder so. Das ist halt ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Gib mir mal hier den Baum noch. Boah, das Ding ist halt, ich baue hier und krieg nochmal extra viele Mets, weil ich die Bäume hier alle abfarme. GG. Ich könnte gucken, Leute, ich würde probieren, mich mit dem Typen anzufreunden. Aber ich habe die dumme Befürchtung, dass der nicht freundlich zu mir sein wird. Guck mal, er macht richtig hier auf. Serious. Was sag ich? Er ist direkt wieder frech. Obwohl ich ihm nichts getan habe. Da kriegst du jetzt deine Quittung für. Ey! Oh, ich glaube, er ist wanted, Leute. Pickaxe, komm. Euch hat's gefallen, tragt auf jeden Fall im Itemshop Stani ein, abonnieren, liken, um nichts zu verpassen, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen, das war's gewesen. Tschüss.